Servus, hier heute aus dem Race Fitness Club, aus dem Beintraining. Was mache ich gerade? Ja, ich dehne mich gerade, dehne gerade einen Quadrizeps. Ist ja oft eine Frage auf YouTube. Wie oft dehnst du dich? Dehnst du dich überhaupt vor oder nach dem Training? Ich mache es vor allem, also am meisten dehne ich mich beim Bein- und Brusttraining, weil ich da einfach merke, dass ich da die größte Spannung auf der Muskulatur habe. Eine sehr, sehr hohe Beanspruchung. Im Rückentraining dehnt man sich ja sowieso, wenn man zum Beispiel leicht anfängt, das Rückentraining, und eben das Gewicht bis oben hingehen lässt, dehnt man ja sowieso den Rücken schon durch. Ohne Beintraining und Brusttraining sollte man alles durchdehnen vorher. Ja. Am wichtigsten ist eigentlich, vorne und hinten zu dehnen. Es gibt natürlich die tollsten Stretching-Methoden mit auf den Boden legen, das Bein um 90 Grad auf den Boden drehen, also den Fuß im Prinzip, damit man auch alle Bänder, alle Sehnen, alles durchdehnt. Adduktoren, Adduktoren. Aber ich finde, das Allerwichtigste überhaupt ist ganz einfach die einfachsten Übungen, die jeder kennt. Strecker und Beuger. Also einmal auf den Boden, gestreckten Beinen auf dem Boden oder an die Füße. Kann man das Ganze nochmal so machen, dass man, indem man abwechselnd immer hält, 2-3 Sekunden abwechseln. Die Dehnspannung immer 2-3 Sekunden oder am besten 10-20 Sekunden halten und dann wieder locker lassen. Das Ganze auch für den Quadrizeps. Um Gottes Willen, was mache ich hier? Kniebeugen an der Multipresse. Die meisten auf YouTube verhaften mich wieder. Aber da gibt es nichts zu verhaften, weil Kniebeugen an der Multipresse genauso effektiv für die Muskulatur ist. Empfehle ich jedem, der einfach ja, Probleme hat bei normalen Kniebeugen, der irgendwie schon Verletzungen hat mit dem Bein, weil man sich hier doch ein bisschen mehr konzentrieren kann und der Bewegungsablauf etwas einfacher ist, weil er geführt ist. Dann es gibt manchmal Leute, die auch vielleicht nur phasenweise kurz nach einem Wettkampf, dass der Rückenstrecker schnell zuläuft. Das hat man beim normalen Kniebeugen auch ganz stark, weil man eben das Gewicht noch sehr nach vorne halten muss. Und hier hat man eben nur eine axiale Kraftbelastung. Jeder, der da behauptet, Multipresse, Kniebeugen taugen nichts oder ist keine richtige Kniebeuge, der hat keine Ahnung von der Mechanik, weil von der Mechanik her ist die Kraftbelastung von oben nach unten ganz normal. Und wenn man unter dem Gewicht drunter steht und das auch noch geführt ist, hat man halt wirklich eine axiale Kraftbelastung. Was bei dem normalen Kniebeugen dazukommt, sind halt eben diese ganzen Scherbelastungen, also diese Drehmomentbelastungen. Das heißt, die Stange liegt nicht axial komplett auf der Kraftlinie des Quadrizeps, sondern etwas weiter vorne oder weiter hinten. Und dadurch hat man einfach nur einen Drehmoment, den man zusätzlich ausgleichen muss. Und das ist halt eben Technik. Die Technik muss man beherrschen. Tut leider nicht jeder. Manchmal vielleicht auch aus Geometriegründen des Körpers. Es gibt verschiedene Körper, die verschiedene Geometrien haben. Und so kann es sein, dass einfach manchen Leuten sehr, sehr schwer fällt, diese Übung auszuführen, weil sie eine ganz andere Körpermechanik haben. Und ich bin Maschinenbautechniker, ich weiß, was mechanische Belastungen, was das bedeutet. Und Multipressen, Kniebeugen haben genauso eine Berechtigung auf dem Markt wie normale Kniebeugen. Ja, was gehört für mich persönlich zu einem Equipment von einem Beintraining? Natürlich Budesheim-Shaker, nee Quatsch, war ein Scherz. Das Beintraining-Equipment sind meine Schuhe. Entweder habe ich diese Five Fingers, diesen Fußzehen, oder eben hier diese hier, das sind von Mirel. Das sind so Barfußschuhe, im Prinzip dasselbe wie diese Five Fingers, nur ohne die dusseligen Füßchen vorne, Fußzehen. Dann meine Leggings habe ich jetzt hier meistens Under Armour.
Da habe ich einfach ein tolles Gefühl im Beintraining. Dadurch, dass die eng anliegt und vorher vor der Übung klatsche ich mir richtig drauf. Die meisten kennen es aus meinen Beintrainings, aus meinen Videos. Habe ich einmal ein gutes Muskelgefühl, wie wenn ich so eine schlapperige Hose anhabe. Dann geht es weiter. Knie-Neoprenbandagen, die ich so überziehe. So Stützbandagen, das sind die dünnsten, die es davon gibt. Davon gibt es auch noch dickere, die auch stützend sind. Die sind eigentlich nur wärmend und so leicht stützend, so mehr für den Kopf. Die habe ich aus dem Strange Shop. Ich mache einen Link drunter, habe ich auch keine Vergünstigung. Ich empfehle es trotzdem. Meine Kniebandagen nutze ich nur bei schweren Gewichten, wie schweres Beinpressen oder schwere Kniebeugen. Ansonsten ziehe ich sie aus. Dann habe ich einen Textilgurt, also keinen fetten Ledergurt, der komplett die Stabilisation rausnimmt aus dem Oberkörper, sondern lediglich einen Textilgurt, der hauptsächlich den Bauch drinne behält, weil man ja doch durch Presseatmung so den Bauch rausstreckt und eben auch nochmal ganz leicht stützt. Den habe ich von CP Sports, mache ich auch einen Link unten rein, kann ich sehr gut empfehlen, habe ich schon sehr, sehr lange. Ja, das war es eigentlich mit meinem Trainingsequipment. Ich finde, das sind Sachen, die wirklich cool sind, die man gebrauchen kann. Und wer wirklich ein Kniebeuge-Fan ist, der kann sich mal von Adidas oder Nike oder von was die gibt, diese Powerlifter-Schuhe besorgen. Die haben allerdings einen Keilabsatz. Das heißt, da muss man sich auch erst dran gewöhnen, damit Kniebeugen zu machen. Aber die sind für schwere Kniebeugen auch sehr, sehr cool. Aber ich habe schon seit eh und je diese Mirell-Schuhe an. Hauptsache keine Sneakers oder sowas, die so weich sind. Also von mir aus Chucks oder so gehen auch, aber keine weichen Schuhe mit einer weichen Sohle. Das ist mein Equipment. So, die ersten Sätze mache ich immer ohne. Nämlich schön mit dem leichteren Gewicht original auf die Bewegung einzulassen. Und wenn das Gewicht dann schwerer wird, jetzt haben wir 20, 40, 60, 80, 160, 180 Kilo ungefähr, da ziehe ich sie dann an und versuche halt ein paar saubere zu machen damit. Zwischendurch, zwischen den Sätzen, ziehe ich sie persönlich auch immer gerne ganz runter, weil mir die sonst zu viel einschneiden. Ziehe ich sie unten über die Waden, geht mir sonst auf die Zeiger. So ein bisschen höher ziehen, damit der dicke Bauch drin bleibt. Und dann vorher schön Feuer geben. So, vielleicht sieht jemand die Galerie. Ich habe jetzt 200 Kilo auf der Multipresse. Und da ist mir gerade in Sinn gekommen, wie ich letzte Woche trainiert habe, nämlich jenseits der 200, also im leichteren Sinne. Da habe ich nur Beinpressen gemacht, maximal 400 Kilo, schön konzentriert, mit Time and Attention und so. Ja, und da werde ich oft gefragt, weil ich ja ein starker Athlet bin, oder relativ stark, gibt es sicher stärkere, ob ich auch immer schwer trainiere. Nein, das ist nicht so. Wichtig ist, dass man sich auf lange Frist, auf lange Zeit irgendwie habe ich heute einen Knick in der Optik. Auf lange Zeit gesehen muss man sich verbessern. Also das heißt, ist schon gut, wenn man notiert, damit man weiß, okay, letztes Mal an der Multipresse als allererste Übung habe ich, was weiß ich, 200 gemacht. Kann ich mich verbessern? Auf lange Sicht gesehen ist das. Man muss sich nicht von Training zu Training verbessern. Man muss auch nicht in jedem Training schwer trainieren. Dann macht der Körper nicht das nicht lange mit. Könnt ihr euer Auto auch nicht ständig Vollgas fahren. Und daher muss ich immer so in der Waage halten. Trainingssysteme gut, leicht und konzentriert gut, nur schlecht. Schwer, gutes Training, nur schwer. Schlecht.
Das heißt, immer so die Waage zwischen Trainingssystem, sprich FSD7 oder Time and Attention oder so, und schweres Training. Immer so die Waage behalten. Am besten sogar beides in Training mit einbauen. Eine schwere Übung und eine Übung mit einem gewissen Trainingssystem, die dann eben zwangsmäßig etwas leichter ausgeführt wird. Oh, noch ein kleines Abschlussfazit. Ich habe jetzt das ganze Beintraining nicht gefilmt, einfach aus Trainingszwecken. Ich wollte lieber gescheit trainieren, wie jetzt ständig die Kamera draufhalten. Der Rest war auch kein Hexenwerk. Ich glaube, wir haben angefangen, oder ich habe angefangen mit Kniebeugen, Multipresse. Da habe ich, glaube ich, um die 10 Sätze gemacht. Zweite Übung war Beinbeuger. Dritte Übung war Beinpresse mit dem Stand nach oben, also mit dem Beinstand ganz oben, um mehr den Beinbeuger zu trainieren. Und vierte Übung war Beinstrecken und danach Waden, also nichts Besonderes. Was mir eben wichtig war, dass Kniebeugen, dass man die auch durchaus an der Multipresse machen kann, gerade wenn man irgendwie eine Verletzung hat, Knieprobleme, Probleme mit dem Rückenstrecker oder einfach, wenn man die Kniebeuge noch nicht so gewohnt ist, sondern erstmal noch sich langsam da reinfindet, dann kann man die durchaus an der Multipresse machen. Oder wenn man alleine ist, wo man halt jederzeit einhaken kann. Das war mal eben nochmal wichtig zu sagen, dass man auch dadurch, dass man auch da die Muskulatur richtig trainieren kann und sich richtig kaputt machen kann. Und da kann man auch verschiedene Sachen ausprobieren. Zum Beispiel, hab ich auch vergessen zu filmen, mal die Bank drunter schieben, mit dem Popo so weit runtergehen, bis er auf der Bank aufliegt und dann wieder hoch, einfach so als unterer Fixpunkt. Mein Trainingsequipment habe ich euch gezeigt fürs Beintraining, legt es euch zu, ich kann es nur empfehlen. Ich finde es sehr, sehr gut, wenn ihr solche Shocks, Nike Shocks habt oder so, irgendwelche gefederten oder weichen Schuhe, zieht es aus, ist nicht gut für die Kniegelenke. Am besten immer einen harten Untergrund, einen harten Stand. Entweder barfuß oder mit Barfußschuhen oder mit diesen Gewichtheberschuhen. Das kann jeder für sich entscheiden. Und auch mit den Kniebeugen. Ihr habt es auch schon im Beintraining oft gesehen von mir. Ich mache immer erst so, wie nennen das im Neudeutsch, diese Quarter Reps. Also diese Viertelwiederholung, eine halbe Wiederholung und dann ganz runter. Mache ich einfach deshalb, wenn ich jetzt eine Pause mache und in der Pause, da haben auch die Leute gefragt, was ist das? Wenn der sagt, der Muskel läuft zu. Aber es gibt einfach, wenn ihr habt ja einen gewissen Pump, die Muskulatur, die Muskelfasern sind einfach, beziehungsweise das Blut ist einfach in der Muskulatur aufgepumpt. Und wenn es jeder schon mal gehabt, der zu lang Pause gemacht hat und hat da eine Übung gemacht, dass das dann so komisch sich angefühlt hat, als würde alles so ein bisschen klemmen, als würde das so zusammenhängen. Dann redet man davon, der Muskel ist zugelaufen. Wenn man dann runtergeht, dann kann man sich dann halt eben stark verletzen. Ich kann also durchaus nochmal erklären, was da genau in der Muskulatur vor sich geht. Aber mir geht es erstmal um das grobe Gerüst, wie man es machen sollte. Ich kann es nur empfehlen, sich dann so Annäherungsversuche zu wagen. Machen zwar jetzt Powerlifter auch nicht, die gehen auch, heben es raus und gehen gleich ganz runter. Da wären wir aber bei dem Thema, ich bin kein Powerlifter, sondern Bodybuilder. Und ich finde das halt gut. Ist nur eine Empfehlung von mir. Man muss auch nicht immer die Kniebeugen ganz tief machen, bis unten auf dem Boden, sondern man kann auch immer Kniebeugen machen bis in den positiven oder beziehungsweise in den 90-Grad-Bereich, wenn die Beine 90 Grad angewinkelt sind. Man kann es aber durchaus mal ganz tief machen. Ich denke, es ist beides gut, wenn man beides mal macht. Wenn man nur bis 90 Grad macht, das ist auch nicht immer einfach, weil man muss im Prinzip das Gewicht dann abbremsen, ohne dass der Beinbeuger an der Wade schon irgendwie aufliegt und sich von alleine bremst. Man muss das Gewicht bremsen und dann wieder beschleunigen, dann wieder rausdrücken. Hingegen, wenn man ganz tief macht, dann liegt dann der Beinbeuger. Die Beine, die sind dann schon zusammengedrückt. Das heißt, man muss diese kinetische Energie nicht mehr so abbremsen und kann es dann schön sauber rausdrücken. Dafür ist es etwas schwerer, weil man es aus dem Negativen rausdrücken muss, aber es hat alles ein Für und Wider. Deswegen ist es gut, wenn man alles mal macht, wenn man einfach mal geht, bis 90 Grad geht, abbremst, rausdrückt, wenn man auch mal tief geht. Und ich weiß, es ist so, immer so ein bisschen der Stolz des Krafttrainings, wenn man tiefe, schwere Kniebeugen macht, am besten ganz schwer und bis ganz unten hin. Aber es geht dabei, oder mir geht es dabei hauptsächlich um, wie kann ich meine Muskulatur perfekt trainieren, um damit sie wächst. Und das ist eben meine Empfehlung. Ne? Also
Kniebeugen ist eine sehr gute Übung. Man kann die Kniebeugen auch an der Multipresse machen. Man muss nicht immer ganz tief gehen, aber schaut, dass er schon mal eine tiefe Übung macht und aber auch mal etwas nicht ganz so tief geht, bis in die 90 Grad. Wichtig ist dabei an der Multipresse, den Hintern nicht so weit nach hinten drücken, dass er so viel aus dem Hintern drückt, sondern der Hintern soll immer in einer Kraftachse mit dem Gewicht verlaufen und die Beine etwas vor der Stange lassen, sodass, wenn ihr unten seid, dass es halt eine schöne Kraftachse gibt. So geht das den Rücken runter, die Kraftachse in den Hintern und geht dann so in die Beine. So habt ihr möglichst wenig Drehmoment auf der Wirbelsäule nach vorne. Anders wie wenn man frei macht, wo man sich halt nach vorne lehnt und man dadurch einfach einen höheren Drehmoment auf der Wirbelsäule hat. Und was noch ein Vorteil ist, bei den Männern, die dafür anfällig sind, der Hintern wird nicht so dick, weil man einfach den Hintern nicht ganz so stark trainiert, als würde man sie frei machen. Da ist dann doch schon der Gluteus sehr stark mit in Arbeit. In diesem Sinne hoffe ich, mein kleines Training oder mein kleiner Ausschnitt hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Bye, bye.